Hey Leute, willkommen zurück zu The Search. Ja, ich habe jetzt so ziemlich alles gefunden, will ich mal behaupten. Also das, was ich jetzt so auf dem Schirm hatte. Oh. Wie? Ich habe nicht mal... Oh Mann, komm schon, ich habe nicht mal genug Metalle für den Kram hier. Dann hätte ich nämlich alles bald mal auf Stufe 5. Ich helfe immer gern, Captain. Das ist voll lieb von dir. Ja. Okay. Es gab hier noch ein paar Kerne irgendwo. Wo war das denn gleich? Ich habe jetzt nämlich den Level über 85, wie ihr seht. Ich bin jetzt hier Level 91. 91. Markieren wir noch. Ich hoffe auch, ich habe alle Texte gefunden. Wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nett. Oh, Aufzug. Ja, wir schauen uns mal ganz kurz hier oben um, weil ich möchte eigentlich gerne noch die ganze Rüstung vollständig. Die Kerne brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da ich eigentlich meine Waffe damit aufrüsten kann. Hier mein neues fancy Schwert, das Centurion. Aber das braucht dummerweise, glaube ich, 3 oder 4 und ich schätze mal, dass ich aus dem Automaten jetzt nur noch 2 bekomme. Wie immer. Und aktuell habe ich noch 4 Kerne und die brauche ich halt genau für ihr Dingens, für meine Rüstung noch. Na komm. Hey. Ja, ich wäre zwar gut, wenn ich was sehen würde. Gut. Wo war jetzt nochmal das? Ah. Ich muss gerade mal ein bisschen suchen, Leute. Ah, sie ist auch nicht mehr da. Aber krass, was man noch so alles findet, wenn man sich einfach mal umsieht. Ich meine, jetzt auch die ganzen Events noch hier mit dem Doktor und mit Frau Doktor. Ey. Ab mit dem Kopf. Ja. Oh nö. Au. Oh ja. Das habe ich sehr gern, wenn du explodierst. Grobes Teil. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ist ja nicht wurscht, wo ich lang gehe, glaube ich. Scheiße. Hey. Oh. Die Jungs sind eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich hab's mir immer noch schlimmer gemacht, so ein bisschen. Weiß auch nicht. Hier geht's dann nur wieder zurück. Ja. Ja, ich wollte das halt noch kurz mitnehmen, weil ich wusste nicht, ob hier dieser Apparillo war. War aber wohl nicht so. Hey. Hey. Das ist ja auch noch da. Sag mal. Hätten wir es auch nicht. Ach man, wo waren das? Ja, entschuldigt. Also für euch liegen da jetzt nur 1, 2 Parts zwischen. Aber für mich ist das jetzt schon ein bisschen länger her, weil ich... Hier war das nicht. Wir haben jetzt Geheimnisse gesammelt.
Oh ne. Ach, Kinder. Ach komm. Kommt der Allerschönste noch dazu. Keine Verwundbare. Also komm, jetzt bist du aber voll Arsch. 100% voll Arsch. Oh. Bin mal ein bisschen... Okay. Der explodiert einfach mal so. Ich meine, ist cool. Mach wie du willst. Blitz. Was ab muss, muss ab. Komm mal. Okay, ich dachte, da kommt der nächste gleich wieder angehüpft. War das denn jetzt? Mensch, war das hier? Oder? Doch, hier war es doch im Serverraum. Ach, ganz genau. So, 85, das haben wir jetzt. Gib, gib, gib. Wir sind's. Zwei Stück. Ja, wie gedacht. Wie ihr sagt, wie gedacht. Hm. Frag mich halt nur, gibt's da auch ein Achievement für, wenn wir alle haben? Nutzt. Weiß ich ja nicht. Habe ich vielleicht welche übersehen irgendwo oder kommen noch welche? Vielleicht dauert das Spiel ja auch noch ein bisschen. Und ist noch gar nicht vorbei, wie ich vermutet habe. Also anders im Gegenzug. Ach nö. Wisst ihr? Hopp, hopp. Wow. Arschbacke. Ich sag ja, die gehen manchmal voll Arsch auf 100%. Oh nein. So. Keine Gnade. Es ist so schön, wie verlässlich die sind, dass die immer wieder die blöden Kerne hier fallen lassen. Genau hier war er. Oh Mann. Hackett. Hey, darf ich mal? Ja. Oh was? Den anderen gleich mit erwischt? Wie ist er denn? Nö, der ist tot. Ich habe jetzt halt schon wieder so viel Metalle, das ist fast schon obszön. Das jetzt gleich nochmal. Ach ja. Stimmt ja, Umerziehungslager.
Ach, guck mal, da oben ist noch eine Drohne. Ach du Elend. Na, hätte ich das mal früher gesehen, du. Sehr cool. Jetzt geht die Tür hier auf. Finden. Haftfeld, das sah ja widerlich aus. Ein bisschen widerlich. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Oh, Sammy, was ist eigentlich los mit dir? Fehler. Verbindung zum Kommunikationsmodul. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Die olle Sally, weißt du, die war die ganze Zeit eine KI, die uns hier... Ich weiß nicht, ob sie uns verarscht hat. Aber sie hat uns... Naja, eigentlich schon. Also ich meine, vom... Naja, also vom Wort her, verarscht, kommt halt eigentlich ganz gut hin. 91 habe ich. Unterbrochen. Na. Ja, unterbrochen, genau. So, wir wollen nämlich noch hier das aufwerten. Ich hoffe, ich habe genug jetzt. Ja, müsste hinkommen. Bang. 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 Mann aus Stahl. Ein Achievement mal wieder. Sehr, sehr geil. Ja, und hier brauche ich halt drei Stück für, aber ich habe leider nur zwei. Auch hier wieder drei. Ach. Aber ich meine, ich habe ja eine super Waffe hier. Mein Legionär. Ja, werde ich. Danke. Ich hoffe mal, die Spinner lassen mich jetzt alle in Ruhe, weil ich muss wieder ein bisschen was... Sie lassen mich sowieso nicht in Ruhe, weil ich muss mich hier ein bisschen durchkämpfen mal wieder. Achso, übrigens lustig. Vielleicht ein kleiner Bug-Report. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gefixt wird. An sich macht das ja keinen Unterschied. Also ich habe keinen Vorteil dadurch, aber... Hier. Diese Nanit... Das Naniten-Rekalibrierungsprogramm. Ein Virus geschaffen, um die Utopia-Nanits zu korrumpieren. Wenn Dr. Chavez recht behält, wird er ihre Prozesse zerstören und Utopia aufhalten. Charlene wartet bei den Nucleus-Startplattformen darauf. Ja, jedes Mal, wenn man Dr. Chavez anspricht, hat sie wieder so ein Teil hier dabei. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Aber... Man hat jetzt auch nicht unbedingt den super Vorteil, wenn man ganz viele Viren hat. Oh. Perfekt. Oh nein, jetzt kommen wir gleich direkt hier. Ja, ja. Sehr gut. Oh. Böser Hund. Scheiße. Was ist hier los? Alles gut. Ah, nächster Spinner. Das ist jedes Mal so schön. Und ich bekomme ganz viel MK4 dafür. Das lobe ich mir doch. Au.
Eieieiei. Die Dinger, ne? Oh, wir haben mich halt immer betäubt, das Schwein. Ach komm schon. Nicht ernsthaft, ne? So ist gut. Oh nein, der Typ ist auch wieder da mit seiner Axt. Ja, kommt am besten beide auf einmal. Was? Gibt's ja gar nicht. Hier ist G5. Wir haben einen Eindringling. Oh nein! Nein, nein, nein! Ab. So, die Hunde sind jetzt auch nicht mehr so das Problem, wenn man sich da mal ein bisschen dran gewöhnt hat. Du Blödmann, bist noch ein Problem. Sehr gut. Du kannst nicht vorbei. Cerberus A-Modul zerstört. Ist mir doch egal. Oh. SNS Enthammer. Warte mal, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, was das macht. Hier. Ausdauer und Lebensregeneration bei niedrig Leben. Geil. Juckt mich jetzt aber auch gerade nicht sehr. Was haben wir denn hier? Ein Hochgeschwindigkeits... Hä? Gut? Eine Hochgeschwindigkeitsroute direkt zu unseren Startplattformen. Coole Sache. Naja, vielleicht doch nicht so cool. Ich hoffe mal, wir können das alles aufhalten, sonst... Ja. Oh, ich dachte schon, da käme jetzt auf einmal der Obermoxu raus, der mich mit einem Schlag wegklatscht. Man weiß nie, immer vorsichtig. Ich finde meine Rüstung übrigens sehr fancy. Die ist cool. Wo geht's hin? Ah. Nucleus. Na? Bringt mich gleich einer an zur Begrüßung? Nein. Eieieiei. War wild. Launchpad 1. Gibt's etwa mehrere? Ach komm, hier ist so eine Sicherheitstür. Man hat mich darüber informiert, dass du unterwegs bist und das Paket in Kürze zum vereinbarten Treffpunkt lieferst. Ich werde warten. Komm nicht zu spät. Okay. Rio werden alle eine
einen neuen Morgen für die Menschheit. Ja, ja. Haben wir gemerkt. Haben wir alle gemerkt. Muss es sich hierbei ja um einen Bonus handeln. Ja? Ihr Kerle schon wieder. Ach du Scheiße. War wieder so ein komischer Kram hier. Geht's einfach mal runter. Okay, also Leute, ich nehm die Aussage zurück. Es kommt halt dann doch nicht der letzte Part schon, vermute ich, weil wenn es hier noch ein bisschen weiter geht. Übrigens saugefährlich. Was? Ja. So ist gerade saugefährlich, wenn ich da so einen Finisher mache, dass ich nicht einfach mal über einen Abgrund rein zufällig reinstolpere. Oh. Lohnt sich das, ja? Oh! Vitalinjektion 5. Gut, die habe ich schon. Achso, ich habe mir übrigens verdammt viel reingehauen an hier diesen Vital-Dingern. Was habe ich denn jetzt alles? Wo sieht man es? 420 Leben! Oh. Okay. Wir stehen hier vor völligem Neuland. Resolve und Creo werden alles verändern. Ja, das ist, ja. Das in der Tat, also... Kann man nicht verneinen, übrigens. Die, die wir schufen, und wir taten es stets in unserem Bilde. Wir sind Künstler, Ingenieure, Schriftsteller, Poeten, Wissenschaftler, Genies, jeder einzelne von uns. Würden wir das gerne mal von Anfang an anhören. Der Fehler, den wir gemacht haben, und ja, wir haben Fehler gemacht. Oh, ihr habt wirklich viele Fehler. Mitarbeiter. Countdown steht bei T-9 Sekunden. Spaß. Report aussteht. Ich glaube, das ist ein Scherz. Und nein, nicht mal nein? Das. Sie wird nicht umsonst Mutter Erde genannt. Niemand sonst hat uns genährt, für uns gesorgt, war uns sichere Zuflucht. Aber wir haben sie beiseite geschoben. Arrogant, selbstgefällig in unserer Überlegenheit, unserer Technologie. Nun, das Gute an der Wissenschaft ist, dass mit einer Menge harter Arbeit und dafür braucht es uns alle, wir eine Chance haben, umzukehren. Wollen Sie nicht in einer helleren Zukunft aufwachen? Ich weiß, dass ich es will. Wohlstand ist wertlos, wenn die Menschen hungern, krank sind und der Planet draußen vor unserem Fenster stirbt. Ich verstehe es. Ich verstehe es endlich. Darum habe ich entschieden, aufzustehen, etwas zu bewirken. Wir können alle etwas bewirken. Wir müssen es nur wollen. Es ist spannend, richtig? Wir stehen hier vor völligem Neuland. Resolve und Creo werden alles verändern. Wir blicken auf einen neuen Morgen für die Menschheit. Schaut auf uns. Schaut auf uns als Spezies. Wir verdienen es, zu existieren. Es gibt keine Götter als die, die wir schufen. Und wir taten es stets in unserem Bilde. Wir sind Künstler, Ingenieure, Schriftsteller, Poeten, Musiker, Wissenschaftler, Genies. Jeder einzelne von uns hat diesen Funken. Der Fehler, den wir gemacht haben, und ja, wir haben Fehler gemacht, das ist eine andere schöne Facette des Menschseins. Und die Größe zu haben, das zuzugeben, ist eine weitere. Der große Fehler, den wir gemacht haben, war zu glauben, wir wären die Herren unserer Domäne und nicht ihr Partner. Und nein, nicht mal das. Sie wird nicht umsonst Mutter Erde genannt. Niemand sonst hat uns genährt, für uns gesorgt, war uns sichere Zuflucht. Aber wir haben sie beiseite geschoben. Arrogant, selbstgefällig in unserer Überlegenheit, unserer Technologie. Nun, das Gute an der Wissenschaft ist, dass ja, ja. Eine Menge harter Arbeit... Oh, was denn da? Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Mehr von diesem komischen Zeug, das ich schon als Rüstung habe.
Ich raten, da runterspringen ist der Tod, auch wenn es nicht so aussieht. Ja, okay, doch, sieht so aus. Es sieht so aus. Oh Mann, ich weiß so genau, dass die Brücke jetzt einfährt, wenn ich darüber renne. Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay, es ist keine Scheiße, es ist Blut, aber das ist auch nicht schön. Oh. Oh, Kumpel, da würde ich nicht reinlaufen. Was? Ja, das haben wir schon mal gesehen, Leute. Das haben wir schon mal gesehen, das ist nicht nett. Und vor allem nicht gesund. Was? Was ist das denn? Terminal verwenden, um den Aufzug in diese Etage zu rufen. Oh ja. Ah, oh Mann, ich weiß genau, da ist was. Da ist nämlich schon eine Fracht drauf. Da noch was Grünes? Verbindet natürlich genau die Wege. Warte mal kurz, ist das ein Automat? Oder ist da noch so ein Überbrückungsteil? Sorry. Ja, okay, es ist ein Automat. Vergesst das. Glaube ich nicht, ja. Es ist beklemmend, wenn man überlegt, dass es so eine Klappbrücke ist. Den Arps. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Oh, ja, bitte. Hallo? Dann lebst du also noch. Was für eine Ironie. Wir sind so weit gekommen. Nur um hier zu enden. Was ist denn deine Tochter? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich denke nicht, dass es Antworten gibt. Zumindest nicht für mich. Was ist los? Wo ist Maddie? Ich habe sie verloren. Ich wollte uns hier rausbringen. Habe versucht, sie zu beschützen. Aber sie ist weggerannt. Sie hat es nicht verstanden und dachte, das wäre alles nur ein Spiel. Ich kann so nicht weiterleben. Es ist noch nicht vorbei. Wenn sie da draußen ist, werde ich sie finden. Nein. Nein, das wirst du nicht. Wie hätte sie da draußen überleben können? Ich hätte sie beschützen müssen. Ich hätte da sein müssen, aber das war ich nicht. Das war ich nie. Alles okay bei dir? Nein. Nein, nichts ist okay. Schau dich doch um da draußen. Siehst du das nicht? Bitte sag mir, dass du es nicht siehst. Denn wenn das unsere Zukunft sein soll, dann bin ich lieber verrückt. Was ist hier passiert? Was weißt du über diese Dinger da draußen? Nichts. War nicht meine Abteilung. Ich habe in der KI-Entwicklung gearbeitet. Wir hatten nicht viel mit dem Nanite-Programm zu tun. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber wenn sie lernen, sich entwickeln, Gott, wenn sie ein Bewusstsein haben. Tut mir leid, ich muss jetzt los. Pass auf dich auf. Als ob das was ändert. Keiner von uns ist sicher. Nicht hier. Oh Mann, ich wittere, dass das hier nicht gut ausgehen wird für ihn. Also, ich schätze mal, der wird sich früher oder später jetzt umbringen. Ich schaffe es nicht. Ja, ich sehe die Ironie. Ich war es, die gesagt hat, komm nicht zu spät. Es ist einfach zu gefährlich. Ich gehe direkt zum Terminal. Hier unten bricht alles auseinander. Beeil dich. Wir sehen uns dort. Pass auf dich auf. Man hat oft leider so ein bisschen nichtssagende Dinger. Oh ja, von wegen. Verbindung fehlgeschlagen. Wollte schon sagen. Fehler. Verbindung zum Kommunikationsmodul unterbrochen. Ich habe auch nicht besonders viel Bock, nochmal mit Sally zu reden. Der verrückten KI, die uns hier nur verarscht. Okay, 3 Level noch. Darf man wohl nicht mehr. Also jetzt nicht. 3 Level. Ha. Lustig. Ja, ich denke einfach, hier gibt es noch ein paar Kerne. Daher weitermachen. Einfach weitermachen. Na hier.
Weiß nicht, ist das so geil? Hier sollte ich mal langsam reinmachen. Oh, Vorsicht. Die Falschen zu stören. Dann haben wir hier das da. Nein, habe ich etwa nicht genug Punkte? Finden die jetzt? Hier. 9! War der Fug? Wie, also so einfach wird das nix. Das wird so einfach nix. Leute, ich mach mal Schluss hier. Nächstes Mal geht's weiter. Oh, aber jetzt so langsam wirklich mal dem Finale entgegen. Es ist halt... Ich habe schon gedacht, es ist jetzt bald soweit. Nein, ist es nicht. Aber das finde ich auch ganz gut so. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Bewerten des Videos. Und wir sehen uns wieder zu The Search. Bis dann.